und herzlich willkommen. Ja, ich habe ja gesagt, ich möchte wieder mal ein bisschen was mit Schnitzen machen und ja, die Kopiersäge kommt auf jeden Fall. Schnitzen heute möchte ich gerne mal, kann ich euch mal zeigen, kann man das sehen, diesen Hirsch hier als Flachrelief. Ob das funktioniert, kann ich leider nicht sagen, weil ich nicht weiß. Oh, da habe ich was vergessen. Weil ich nicht weiß, ob ich das überhaupt kann. So. Da haben wir's. Okay. Ja, ich habe mir meine Werkzeuge wieder zurechtgelegt. Und ja, kein Meister vom Himmel gefahren fallen. Ich probiere es jetzt einfach mal und schau mal, ob ich damit klarkomme. Also ich würde sagen, ich arbeite erstmal nur die Konturen, um, ich denke mal, die Sachen wieder zu klappen, beiseite packen. Ein bisschen Platz brauche ich hier hoch. So, bei dem Schnitzen ist mal ganz wichtig, dass man das Werkstück bewegt. So. Also ein Flachrelief. Natürlich nicht so einfach, sag ich mal. Konzentrieren wir hier hoch. So. Ach ja, bevor ich das vergesse, wenn ihr Interesse habt, wie man so ein Kardinal schnitzt, dann lasst doch mal einen Kommentar da und dann werde ich mir, das war mein erster Kardinal, habe ich mir aus dem englischen Video mal zusammengefriemelt. Weil mein Englisch ist absolut null. Aber mit die Maße habe ich mir dann so ein bisschen hingefummelt. Ja, wenn ihr das mal sehen wollt, wie man so ein Kardinal schnitzt, dann werde ich das mal mit reinnehmen und die Maße dann nochmal aufreiben und dann nochmal mit euch zusammen schnitzen. So, ich habe jetzt erstmal nur, kann man das sehen? Ja, erstmal nur hier die Konturen abgeschnitzt und jetzt werde ich mal hier ein bisschen in die Tiefe gehen, damit wir das ein bisschen rausholen können. Und da nehmen wir am besten mal so einen halbrunden hier. Das denke ich, sieht ganz gut aus. Da gehen wir schön tief. Thank you.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.